Von der kleinsten Schneeflocke bis hin zur tödlichen Lawine. Dieses komplexe Thema erforscht man hier im Schweizer Davos beim Institut für Schnee- und Lawinenforschung. Ja, grundsätzlich ist das entstanden zum Schutz der Bevölkerung, der Bergbevölkerung, um die vor Lawinen zu schützen. Und heutzutage ist es aber immer mehr auch für die Wintersportler eine sehr wichtige Grundlage für die Einschätzung der Lawinengefahr. Europaweit gibt es 5 einheitliche Warnstufen. Von 1 gering bis hin zu 5 bei sehr großer Gefahr. Die meisten Unfälle passieren jedoch bei der Lawinenwarnstufe 3. Ja, das ist die Stufe erheblich, da passieren die meisten Unfälle, weil das ist so die höchste Stufe, wo eben noch viele Wintersportler auch unterwegs sind auf Ski oder Snowboard, und das ist die Stufe, die am meisten passiert. Bei höheren Stufen ist es zwar gefährlicher, da sind aber sehr wenig Leute nur noch unterwegs, weil vielleicht Skigebiete sogar geschlossen sind oder die Gefahr auch sehr offensichtlich ist bei den hohen Stufen. Zur Einschätzung der Gefahrensituation liefern zahlreiche Wetterstationen wichtige Daten. Hunderte Lawinenbeobachter sind zudem aktiv. Regelmäßig werden Schneeprofile erstellt, wichtige Datenquellen für die Einschätzung der Lawinengefahr. Ja, also die Schneedecke ist ein ganz zentrales Element für die Einschätzung der Lawinengefahr. Man kann sich die Schneedecke vorstellen wie ein Sandwich aus verschiedenen Schichten. Und es geht darum zu schauen, welche Schichten sind schwach, wo können Lawinen anbrechen und wie tief sind die, wie schnell brechen die. Und wir versuchen, diese Schneedecke eben zu verstehen. Wir schauen die auch an. Neuschnee ist ein ganz wichtiger Faktor. Und dann Wind ist auch ein sehr wesentlicher Faktor. Der Wind transportiert den Schnee, macht die Körner auch kaputt. Am Anfang sind das schöne sechseckige Sterne und dann zerbrechen die, werden ganz klein. Und wenn der Schnee mal liegt, ist dann auch die Temperatur ein wichtiger Faktor und Treiber. Der Schnee wandelt sich um ständig, der entwickelt sich, der bleibt nicht gleich. Und so entwickelt sich das Ganze, und eben die Schneedecke ist dann eigentlich wie das Buch, das wir zu lesen versuchen und zu verstehen, wie das alles aufgebaut ist. Um die Eigenschaften von Eiskristallen bis hin zu Lawinen besser verstehen zu können, erforscht man im Kältelabor hier in Davos die Grundlagen. Ja, in Kältelaboren wird vor allem das Material Schnee studiert, also die einzelnen Schneekörner bis wirklich ins Mikro, auf der Mikroskala, also unter dem Mikroskop auch. Und das wird gemacht, um zu verstehen, was ist Schnee genau und wie verhält er sich, wie sind die Schneekörner untereinander verbunden. Und nachher geht das immer größer und bis eigentlich zur Skala Lawinen, wo man dann versucht zu verstehen, wie entsteht die Lawine, was passiert in dieser Schwachschicht. So ist eigentlich die ganze Prozesskette wird hier beforscht, das ist Grundlagenforschung, die eben sehr wesentlich ist, um das Ganze zu verstehen und dann auch natürlich schlussendlich auch die Warnungen zu verbessern. Trotz Warnungen passieren immer wieder Unfälle. Prävention und Information ist daher im gesamten Alpenraum extrem wichtig. Es ist so, also dass gerade Variantenfahren, Skitouren gehen in den letzten Jahren enorm boomt. Wenn ich das jetzt vergleiche mit vor 20 Jahren, sind jetzt sicher 10-mal so viele Leute abseits der gesicherten Pisten unterwegs. Wir hatten vor 20 Jahren in Tirol im Schnitt im Winter 12 bis Lawinentote. Das haben wir heute auch, obwohl 10-mal so viele Leute unterwegs sind. Das heißt, relativ gesehen passiert sogar viel, viel weniger wie früher. Aber es ist halt oft, wenn wir jetzt da gerade schauen, in dem Skigebiet, wenn man da schaut, jede Möglichkeit Variantenfahren, ich kann sofort die Piste verlassen, kann da rausfahren. Und viele Leute passiert es 100%, die wollen eigentlich nur Pisten. Fahren, dann sehen sie neben der Piste auf einmal im Tiefschnee eine schöne Spur, denken sie, aha, das probiere ich auch aus, fahre da rein und wissen nicht, wenn sie die Piste auch nur um einen halben Meter verlassen, gilt Eigenverantwortung. Da ist man für seine Sicherheit selber verantwortlich, da ist niemand mehr da, der das für einen beurteilt, und ich glaube, dieser Umstand ist vielen einfach nicht bewusst. Alle Infos zum Wetter findet ihr bei uns auf wetteronline.de und in der Wetteronline-App.